Tom. Frank. Der Don schickt mich. Dachte ich mir. Tut mir leid, dass du es sein musst. Soll ich ihm was ausrichten? Ich wünschte, es wäre besser gelaufen, aber Morello hat mir nachgesetzt. Ist okay. Ihr könnt rauskommen. Morello bot mir einen Tausch an. Die Geschäftsbücher für unser Leben. Und einen Flug aus der Stadt. Hat er die Bücher schon? So dumm bin ich nicht. Sie sind sicher. Morello wartet auf das. Ein Schließfachschlüssel bei der Grand Imperial Bank. Ich sagte Morello, ich würde ihn übergeben, wenn das Flugzeug startklar wäre. Seine Männer wollten ihn vor dem Abflug holen. Habe ich erledigt. Sie sollen einsteigen. Also, March, Alice, steigt ein. Frank, du kommst mit uns. Nicht jetzt, Schatz. Schnallt euch an. Tommy und ich haben etwas Geschäftliches zu besprechen. Aber Frank! Steig ein, Marge! Für Alice. Für mich. Bitte steigt in das verdammte Flugzeug. Wurdest du bezahlt? Ja. Dann jetzt doppelt. Du fliegst die Damen hin, wo sie hin möchten. Ja, Sir. Danke, Tom. Gott, Frank. Wir hätten dir doch geholfen. Ich wollte einfach aussteigen. So oder so. Ich bin müde, Tommy. Müde, meine Frau anzulügen. Müde, vor jeder Fahrt unter den Wagen zu schauen. Und müde zu warten, bis mich der Don abknallt. Gottverdammt, Frank. Wo sind bitte die Schließfächer? Unten bei meinem Kollegen, Sir. Danke. Sitze fast auf der Straße. Er sagte, die Bullen kommen nur aus 3 Uhr. Ich will den Direktor sehen. Er ist heute nicht hier. Kann ich helfen? Nein, können Sie nicht! Toller Tag, was? Aha.
Ich hoffe, du bleibst anständig. Ich möchte zu den Schließfächern. Für Frank Coletti. Ah ja, Mr. Angelo? Ja. Mr. Coletti hat uns mitgeteilt, dass Sie Zugang erhalten sollen. Bitte, folgen Sie mir. Ich holte die Bücher und verwischte meine Spuren. Salieri stellte nie irgendwelche Fragen. Abgesehen von der Beerdigung hat er nie wieder über Frank geredet. Machst du meine Jungs nervös, Marco? Sergio und ich wollen Frank nur unseren Respekt erweisen, mir nicht. Ich habe ihn lang gekannt. Fast so lang wie du. Ein guter Mann. Klug. Loyal. Loyal zu seiner Frau und vor allem seiner Tochter. Wenn darin keine Ehre liegt, Angelo. Mag sein. Und doch stehe ich hier vor dem Grabstein seines kleinen Mädchens. Das Leben ist hart. Schau dir diese Häuser an. Große Gärten, schicke, teure Zäune. Der amerikanische Traum, was, Tommy? Mag sein. Für dich nicht? Nein, Sir. Bin gern näher am Geschehen. Lass dich von den hübschen Blumen nicht täuschen. Hier draußen gibt's mehr Kriminelle als im Rest der Stadt zusammen. Sind wir deshalb in dieser Gegend? So in etwa. Morello hat einen korrupten Staatsanwalt auf der Gehaltsliste. Watkins, ein alter Freund von Gilotti. Der Stadtrat? Genau. Morello hat ihm gesagt, wir stecken hinter dem Tod des Gilotti-Jungen. Watkins ist voll drauf angesprungen und will seinem Kumpel helfen. Angeblich hat er sogar ein paar Zeugen. Haben Sie Namen? Ja, aber Pauli und Sam kümmern sich schon drum. Ich brauche dich für was anderes. Wir brauchen alles, was Watkins über uns hat. Wo hat er das? In seinem Safe. Ich bin kein Safe-Knacker. Mach dir keine Sorgen. Wir geben dir Salvatore mit. Ist mit dem Boot angekommen, aber der kriegt alles auf. Bring ihn in die Villa, finde den Safe, den Rest macht er. Was wird mich da erwarten? Das kriegst du hin. Watkins geht ins Theater, das Haus ist also leer, bis auf ein paar Wachen. Das Büro ist im Erdgeschoss und unser Maulwurf sagt, der Safe ist in der Wand. Wenn Salvatore ihn geknackt hat, nimm die Beweise und verschwinde. Ist er das Boss? Das ist unser Mann. Salvatore, tutto bene. Sì, grazie. Don Salieri. Schön, dich zu sehen. Du weißt Bescheid. Enttäusch mich nicht. Sì, ho capito, sì. Tommy, wenn du Watkins siehst, tu ihm nichts. Das bringt nur mehr Ärger. Geht klar, Boss. Buona fortuna, ragazzi. Tommy. Tommy Angelo. Piacere di conoscerti.
Meraviglioso. Per favore. Parli in antecchiare siciliano? O capo, durissimo piano. Ich kann kein Italienisch. Perfetto. A posto. Hai capito, o piano? Ja, ich bin eingeweiht. Ok, per favore capisci. Trasemo in tuo giardino un turcioniato senza farici sentire né vedere. A casciaforti sta a rete un guaccio no primo piano. Tu rammi un'antecchia di tempo e lascia fare tutto a mia. Che da casciaforte ci avrà sicuramente un'allarme. Ja. Das wird wohl für uns beide eine lange Nacht. Minchia. Gut, jetzt ich. Tu, was ich tu. Sei vorsichtig. Sei. Vorsicht mit dem Safe. Forte. Sì. Faccio io. Riaprire cassaforte. Aprire cassaforte. Himmel. Okay. Funk. Hören wir den Funk ab. Perfetto. Tolle Aussicht hier oben. A volte sto paese è meraviglioso. Ce la siamo gioco. Passato un muro, un giardino. Was? Lo faccio vedere. Oh, ein Labyrinth. Sì, un giardino intorcionato. Bleib hier, ich schalte die Wachen aus. Non lo sapevo. Merda, c'erano i giardini. Ich hätte gern mal eine Nacht frei. Oh.
schöner Abend zum Rumstehen. Ja, ich hätte gern mal eine Nacht frei. Das waren alle. Salvatore! Wo bist du? Alles sauber. Domi! Io qui! Wo zum Teufel ist er hin? Gasunio, Domi! Der Typ nervt. Moni, wenig um mehr! Me, sei una tosta, du, eh? Was? Was bist du denn für ein Einbrecher? No guaccio. Wonach? No guaccio. Da Vinci, Caravaggio. U capisci? Gemälde? Hinter einem Gemälde, meinst du das? Si. Okay, ich verstehe. Geht du no. Wir müssen im nächsten Zimmer nachsehen. Nur Wand dahinter.
Hier ist eins. Wieder nichts. Wieder nichts. Hier ist eins. Wir müssen im nächsten Zimmer nachsehen. Bravo. Oh, oh. Scusa. Klar. Dann zeig mal, was du drauf hast. Scheiße. Beeil dich, Salvatore. Pazienza, pazienza.
Lazaretto, l'Alarme! Was? Mensch, Humor, das war doch wohl tot! Scheißegal, komm jetzt, wir müssen hier raus! Vai, dietro, dietro! Sie sind bestimmt oben! Der Safe ist in seinem Büro! Salvatore, bleib zurück! Ich kümmere mich um Sie! Endlich verstehe ich dich mal. Ich weiß. Du hast recht. Stimmt. Polizei. Grazie, oh, signor Uzzo. Grazie, oh, signor Uzzo. Salvatore, wohin soll ich dich bringen? A casa. Gut, wo ist das? Sesta e... e Mabul. Okay, dann mal los. Thank you.
Wartet sie? Okay, Pastedienst. Meldungen zufolge haben wir ihn verloren. Kollegen in Oakwood, bleibt in Alarmbereitschaft. Bentamage! Sì. Gli sbirri rientra sto paese! Sogno davvero rognosi! Der Verdächtige ist in der Innenstadt untergetaucht. Wir finden ihn. Das ist unser letztes gutes Zeug. Ich weiß. Ein paar der Flaschen habe ich schon 10 Jahre. Aber wir brauchen das Geld. Raus damit. Na los doch. Aufladen. Schön, euch zu sehen. Boss, gibt's Neues von der Sache mit Salvatore? Das war gut, Tom. Gilotti hat nichts mehr in der Hand. Das gibt uns Zeit, bis das Geld ausgeht. Aber noch nicht die Farm verkaufen, Boss. Sam meint, du hast dir was überlegt. Ja. Und es wird Ihnen gefallen. Wir machen Kohle und geben Morello nebenbei was auf die Fresse. Okay, dann lass mal hören. Vor ein paar Wochen sitze ich in einer Zigarrenlounge in Blue Tropics. Wo? Ist nur ein kleiner Puff. Nur ein paar kleine Kammern mit dreckigen Matratzen. Ist ein Herrenclub. Mit Bar und allem. Naja, ein Typ ist komplett dicht. Jam hat der Alten mit seinen Problemen die Ohren voll. Ist mir nur wegen seinem bekloppten Akzent aufgefallen. Er labert und labert, dass er so richtig fett abkassiert hat. Aber die Typen, für die er arbeitet, setzen ihn unter Druck. Seine kaputte Nase spricht Bände. Hast du für ihn bezahlt? Niemals. Aber ich habe ihn rausgebracht und mich mit ihm in den Diner um die Ecke gesetzt. Haben uns unterhalten. Stellte sich raus, er heißt Gates. Ein Landei aus Kentucky. Schwarzbrenner? Besser. Sein Alter hat ein paar richtige Destillerien. Und dreimal darfst du raten, wer ihm seinen Fusel hier exklusiv abnimmt. Morello. Und du glaubst, er will sich rächen? Oh ja, ich bin seitdem an ihm dran. Er kommt heute Abend mit einer neuen Lieferung, aber er würde mit all seinen Leuten die Seiten wechseln. Alles, was wir tun müssen, es muss wie ein Überfall aussehen. Ich weiß nicht, Pauli. Traust du diesem Kerl? Er hasst Morello, glaub mir. Außerdem haben wir keine Wahl. Wir sitzen hier bald auf dem Trockenen, Boss. Was meinst du, Tom? Wir brauchen einen neuen Lieferanten. Wenn Pauli sagt, Gates kriegt das hin, warum nicht? Treffpunkt? Die Parkgarage in der Innenstadt. Okay, von mir aus. Aber diesmal hältst du dich zurück, hast du verstanden? Nimm Carlo und Little Bill mit. Klar doch, Boss. Hast du den Truck? Komm her damit. Wir enttäuschen sie nicht, Boss. Ich will es nicht bereuen, dass du Zeit mit den Jungs auf der Straße verbringst, Carlo. Sorgen Sie sich nicht um mich. Tu ich nicht. Tommy macht das für mich. Ich passe auf ihn auf, Boss. Buona Fortuna, Jungs. Wir treffen Sam und Little Bill in der Stadt.
Alles in Ordnung, Carlo? Machst dir wohl in die Hosen? Ach, lass das. Große Sache, was? Endlich bist du mit dabei. Hör zu, ich habe mehr Zeit mit dem Don verbracht als ihr alle zusammen. Klar. Hast auf der Straße gewartet, bis er mit seiner Braut fertig war. Wenn ich nicht mit soll, kein Problem. Ist okay. Der Boss muss es nicht wissen. Nein, du kommst mit. Das hat der Boss gesagt. Du siehst viel zu hübsch aus. Ehrlich. Gates soll nicht denken, wir wären Nieten. Warum ist Gates sauer auf Morello? Als Gates das erste Mal mit seinen Trucks ankam, wollte Morello die Konditionen ändern. Er hat ihm was auf die Nase gegeben, als Teil der Neuverhandlung. Seine Nase kriegt noch mehr ab, wenn Morello hört, dass wir dabei sind. Deshalb tun wir so, als würden wir ihn überfallen. Dann jammert er seinem Papst die Ohren voll, dass er ausgeraubt wurde. Er überzeugt den Alten, dass Morello die Ware nicht beschützen kann. Und als neuen Käufer hier draußen bringt er dann den Namen Salieri ins Spiel. Dieser Plan ist Mist, Tom. Pauli hat mir gestern davon erzählt und er ist noch schlimmer geworden. Wenn du einen Hinweis für den Boss hast und ihn nicht nur kutschierst, ja? Dann kannst du mitreden. So lange hältst du dein dreckiges Maul. Wenn du so besser schlafen kannst. Aber heul nicht, wenn Morello sich dich zur Brust nimmt. Echt jetzt? Meinst du das ernst? Leute, hört auf! Himmel! Vorsichtig! Ich mache hier viele Deals. Der Parkwächter will nicht viel dafür. Macht immer zu, bis ich fertig bin. Okay, alles in Ordnung. Gates wartet ganz oben.
Hier ist soweit alles sauber. Autobesitzer sind arbeitende Menschen. Tagsüber ist es hier wie ausgestorben. Wir arbeiten auch und sind hier. Und was für eine Arbeit. Müssen wir sonst noch was über Gates wissen, Polly? Nur, dass er eine kaputte Nase und Kisten voll gutem Zeugs hat. Das ist unser Mann. Das ist unser Mann. Park da drüben. Polly! Schön, dich zu sehen, Mann. Ja, dich auch, Gates. Also, ihr kennt euch hoffentlich mit Whisky aus. Ich bin hier nicht so der Fachmann. Tommy! Ja, ist gut. Die erste Zahlung. Wenn's dem Don schmeckt, zahlt er weiter. Ja, und sie werden immer größer. Wir werden alle noch reich, Jungs. Wir machen gern Geschäfte mit anständigen Leuten wie Don Salieri. Bitte, bestell ihm meine Grüße. Sicher. Jetzt müssen wir den Deal nur noch abschließen. Ja! Nein, nein! Schon okay. Was? Ich sagte doch, es muss wie ein richtiger Überfall aussehen. Meine Nase ist sicher krumm und schief, wenn ich hier fertig bin. Ach, keine Sorge. Mit der vielen Kohle, die du anstreichst, kaufst du dir einfach eine neue. Pass auf! Ah, so schlimm. Nehmt den Fusel und haut ab. Meine Jungs kommen schon. Los, los. Solange ihr sie vorne erledigt, bin ich hier hinten sicher mit dem Kleinen. Carlo, in den Wagen. Tod nützt du nichts. Tommy, sieh nach, ob das alle waren. Es ist noch nicht vorbei. Komm, ich geb die Deckung. Ja, hier kommen noch mehr. Kommt sofort hierher! Hinter dir! Der Rest von ihnen kommt! Von der Seite! Ich bin dich!
löschen! Wir brauchen Feuerlöscher oder sowas! An der Decke sehe ich Sprinkler! Wir müssen sie einschalten! Irgendwo gibt es bestimmt viel zum Drehen! Kommen wir irgendwie durch den Zaun? Such einen Weg rein, Tom! Ich bleib beim Laster! Sofort hierher! Das war ganz schön heftig. Ich spüre immer noch die Flammen im Gesicht. Bleib zusammen und in Bewegung. Den Wagen und fahr mir nach. Sicher, Sam. Woher wusste Morello von meinem Deal? Lauter Schläger in dieser Stadt. Bringen wir den Fusel in die Lagerhalle und versuchen nicht draufzugehen. Ich wusste, dass noch mehr kommen. Okay, bremsen wir sie aus. Trefft sie, wo es weh tut! Ich schätze, wir dann auch. Das hört nicht mehr auf.
Wir haben sie alle abgeschüttelt. Dem Himmel sei Dank. Auf nach Hause. Mal sehen, was wir haben. Wir haben den Fusel. Ist zwar nicht nach Plan verlaufen, aber den Fusel haben wir. Ja. Und heute Abend kippen wir uns was hinter die Binde. Das haben wir uns verdient. Na, 38er. Haben Morellos Jungs euch erwischt? Ja, Boss. Haben sie erledigt. Was ist mit dem Jungen aus Kentucky? Hat eine Kugel abgekriegt. Aber der ist hart im Nähen. Er und seine Jungs sind abgehauen, als wir mit Morellos Leuten fertig waren. Es gibt Gates und seinem Papi einen Grund mehr, an Morello keinen Whisky zu verticken. Gut, mal sehen, ob der Fusel den Ärger wert war. Exzellent. Ich bespreche alles mit dem alten Gates. Und sobald das mit dem Kentucky-Stoff läuft, sind wir wieder im Geschäft. Gute Arbeit, Junge. Bin stolz. Bin auf alle stolz. Saludo! Saludo! Klingt, als wäre Salieri kurz vor dem Durchbruch gewesen. Ja, sah ganz so aus. Aber dann war die Prohibition rum. Und die Schwarzbrennerei war mit einem Schlag überflüssig. Das Gekämpfe um den Fusel war ein für alle Mal vorbei. Hat ein paar Jahre gedauert. Aber als wir uns dann erholt hatten, Junge, ging's uns gut. Das Geld aus dem Moonshine und aus dem kanadischen Whisky haben wir neue Deals gesteckt. Ein paar sogar legal. Baugewerbe, Restaurants, Transport, Glücksspiel, wir hatten überall die Hände drin. Außer beim Rauschgift. Und 35 waren wir wieder oben auf. Es kam regelmäßig gutes Geld rein. Ich hatte eine Frau und eine Tochter. Sam schmiss einen Laden für den Don. Und sogar Pauli hat ein paar eigene Dinge am Laufen. War nicht wirklich glücklich, aber wie sagt man? Zufrieden. Ja, genau. Und Salieri, der wollte dann endlich aus Morellos Schatten treten. Vielleicht eigene Cops schmieren und eigene Politiker. Interessant. Hat Salieri 1934 Politiker geschmiert? Möglich. Warum? Tja, vor ein paar Jahren hat die Sitte einen Richter wegen Missbrauchs eines Minderjährigen erwischt. Im Knast hat der Kerl eine Menge Zeug gestanden und wollte dafür natürlich eine Strafmilderung. Er hat zugegeben, von Morello und Salieri Schmiergeld genommen zu haben. Wollte sie gegeneinander ausspielen, aber als Morello davon Wind bekam, drohte er, seine Kinder am Strand zu verbuddeln. Lebendig natürlich. Scheiße. Jetzt wird mir alles klar. Erzählen Sie. Morello hat uns immer ans Bein gepisst, aber er hat nie einen offenen Krieg riskiert. Als er erfuhr, dass Salieri an seinen Richter ran wollte, muss er ausgetickt sein, denn 35 ging's dann so richtig zur Sache. Auf sein Gesicht. Klebt es ihm voll aufs Gesicht. Hey, Tommy. Oh, hey Boss, alles klar? Gut, dass du da bist. Dir, Boss. Ich will zu Pepe zum Mittagessen, aber Carlo ist krank. Fährst du mich? Klar, Boss. Bravo. Bin schon am Verhungern. Hast du eine Waffe? Ja. Brauche ich sie denn? Ach, du weißt doch. Morello hat lang nichts von sich hören lassen. Ich bin einfach nur vorsichtig.